Hallo, mein Name ist Susanne Dorendorf. Ich bin Schulschrift-Sachverständige. Und die eine und der andere kennt mich wahrscheinlich schon aus den anderen Videos. Heute sprechen wir über die Handschrift der Erwachsenen. Die Handschrift der Erwachsenen, auch ihre Handschrift, ist ein Machtinstrument. Wieso ist sie das? Das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Die Handschrift, das ist hier zu sehen, die Handschrift ist Macht. Sie sehen, dass es schon anders ist, anders geschrieben, und es kommt etwas rüber. Die Handschrift hat auch Macht. Habe ich hier diesen wunderbaren, kennen wir ja alle, den Giftzahn hier hingesetzt. Die Handschrift ist Macht und hat Macht, weil sie suggeriert. Sie hat eine doppelte Suggestivkraft. Und zwar einmal über das Aussehen, wie eine Handschrift rüberkommt. Das heißt, Schreibende schreibt immer mit, der bleibt immer in dieser Handschrift vorhanden, er ist immer existent. Das heißt, wer ich bin und meine Dynamik oder was auch immer Sie in mir erkennen, finden Sie auch immer in meiner Handschrift. Wer auf meiner Website war und meine Handschrift sich mal etwas eingehender betrachtet hat, der weiß, wovon ich spreche. Es liegt nicht nur am Schreibgerät, wie eine Handschrift wirkt. Es liegt daran, wie derjenige sich fühlt. Also es ist der Unterschied zwischen Handschrift und Kalligraphie ist eben, oder dem Schönschreiben, die Handschrift ist immer suggestiv. Also sie teilt im Grunde natürlich über Buchstaben den Inhalt mit, aber das im Grunde nur, sagen wir mal, peripher eigentlich. Das Wesentliche ist, was den Schreibenden ausmacht und wie es bei dem Lesenden ankommt. Das ist eben auch noch ein Kriterium, das leider noch nie untersucht wurde, was für die Werbung sehr interessant wäre. Da wird die Handschrift ja sehr stark eingesetzt. Die Handschrift, zum Beispiel Mein Schiff, dieses Kreuzfahrtschiff Mein Schiff, ich glaube, es gibt jetzt 3 oder 4 davon, das ist handgeschrieben. Und am Bug dieser Schiffe, also überhaupt am ganzen, wie nennt man den unteren Teil eines Schiffes, also das, was rausguckt, die blaue Seite, die ist mit allen möglichen Schriftzügen versehen. So, die Handschrift ist Macht und sie hat Macht. Und Kindern, das ist jetzt wirklich sehr wichtig für uns, weil wir uns ja auch hauptsächlich um die Kinder kümmern, oder die Handschrift der Kinder und das Schreiben lernen. Kinder, die nicht schreiben lernen, sind machtlos. Wer sich das vor Augen führt, der weiß, warum ich mich dafür engagiere, dass die Kinder schreiben lernen. Es geht nicht um eine Druckschrift oder nicht um ein altes Kulturgut. Kein Kind lernt schreiben, um ein altes Kulturgut zu erhalten, sondern um den Gedankenfluss zu fördern, die Intelligenz zu fördern. Und dafür brauchen sie die Schreibschrift. Da sie die Schreibschrift seit 40 Jahren nicht mehr angeboten bekommen, weil sie langsam aus dem Unterricht verschwinden soll, leiden die Kinder unter einer ganz schrecklichen Sache, die wird bezeichnet von den Eltern als Schreibangst. Das heißt, wer nicht schreiben kann, ist nicht nur machtlos, sondern er leidet unter einer bestimmten Angst, die von der Handschrift, von seiner eigenen Persönlichkeit, von seiner eigenen Befindlichkeit ausgelöst wird. Und hier komme ich nochmal zurück. Also das heißt hier, ne, ich habe das hier, die Handschrift frisst, die Angst frisst die Handschrift. Das heißt, sie frisst die Persönlichkeit des Kindes. Und dadurch wird es eben unsicher und machtlos, nenne ich das am besten. Ja, das signalisiert es am besten. Es gibt nämlich in den Schulen folgende These vertreten, die sich seltsamerweise seit 40 Jahren, also als die Wissenschaft das Schreiben, Lehren und die Rechtschreibung aus dem Grundschulunterricht nahm, seitdem halten sich immer noch diese alten, falschen Vorstellungen, falschen Zusammenhänge mit dem Schreiben und der Handschrift. Viele glauben, dass die Hand das wesentliche Schreibinstrument ist, mit dem Stift zusammen. Natürlich muss man den Stift richtig halten, aber die Hand selbst,
die spielt beim Schreiben lernen nur eine kleine Nebenrolle. Die Hauptrolle haben hier die Augen, denn die Augen sind die Staubsauger der Persönlichkeit. Über die Augen lernen die Kinder schreiben, denn die Hand kann nur das tun, was das Gehirn signalisiert. Sehe ich eine schlechte Handschrift oder ein schlechtes Zeichen signalisiert, also nehme ich das ja über die Augen auf, also über den Staubsauger nehme ich das auf und gebe es ans Gehirn weiter. Das Gehirn verarbeitet diese Impulse und gibt sie zurück als schlechtes Gefühl. Und über dieses schlechte Gefühl, das ich diesem Zeichen, dieser Handschrift gegenüber habe, verbessert sich die Schrift nicht, sondern sie wird immer schlechter. Dadurch ist, wir können aber diesen Kreislauf, der ja recht verhängnisvoll zu sein scheint, und auch möglicherweise nicht zu durchbrechen, den kann man aber natürlich doch durchbrechen, das habe ich herausgefunden, weil ich ja selber hauptberuflicher Schreiber bin. Und zwar in meinen Seminaren, die nenne ich der Handschriftfunke. Dort wird in dem Moment, wo der Funke überspringt zwischen dem "Ich mag meine Handschrift", das ist nämlich der Punkt, in dem Moment, wo Sie sagen, wo man einem Kind oder auch einem Erwachsenen vermittelt, also ich vermittle das, also man kann das nicht, also es muss man schon fachlich ausgebildet sein, sich seiner eigenen Handschrift im positiven Sinne zu nähern und zu verstehen, warum die Handschrift, die mir ein schlechtes Gefühl macht, dem anderen auch ein schlechtes Gefühl macht. Wenn man diesen Zusammenhang erkennt und durchbricht und sich seiner Handschrift positiv nähert, das heißt, ich mag meine Handschrift, das ist schon der erste Schritt, um überhaupt seine eigene Handschrift zu verändern. Denn wir wollen ja kein Schönschreibprogramm, wenn wir unsere Handschrift verbessern wollen, sondern wir wollen ja, dass es die eigene Handschrift bleibt. Und hier ist das ganz wichtig, das habe ich vor 20 Jahren etwa, habe ich die 5 Basisfaktoren der Handschriftästhetik, kurz einfach nur die 5 Kriterien der Handschrift, entschlüsselt. Und das sind die 5 Eigenschaften, die die Handschrift, und zwar nur die Handschrift, ausmacht. Keine andere Schrift hat diese Eigenschaften. Das ist in erster Linie, das wissen Sie alle, ist die Echtheit, die Authentizität. Jeder weiß inzwischen, dass die Handschrift, dass kein Mensch so schreibt wie ein anderer. Also keine zwei Menschen haben die gleiche Handschrift, dieselbe. Die zweite Eigenschaft ist die Spontanität, also man schreibt immer sofort, gleich, unüberlegt, man schaltet die Ratio aus, man denkt an das Wort und die Überlegung dabei gilt nur dem Wort, nicht der Schrift. Dann schreibt man intuitiv, also die Buchstaben setzen Sie, so wie ich hier jetzt, Sie schreiben einfach das Wort intuitiv und Sie setzen nicht das U direkt neben das T, sondern Sie setzen intuitiv die Buchstaben richtig, weil Sie es vorher gelernt haben. Dass eine Handschrift immer emotional ist, das wissen wir auch, denn das Gefühl schreibt ja immer mit. Es ist wichtig zu wissen, dass Ihre Handschrift unterschiedlich ausfällt, je nachdem, an wen Sie schreiben, über wen Sie schreiben, zu welcher Tageszeit Sie schreiben, in welchem Gesundheitszustand Sie sind. Knallt hinter Ihnen eine Tür, schrecken Sie zusammen und Sie schreiben ganz anders als vorher. Also das Gefühl, die Emotionalität schreibt immer mit. Und dann, das ist eben auch sehr wichtig, im Gegensatz zur Kalligrafie und zur Schönschrift, das ist für die Schule wichtig, Handschrift, die eigene Handschrift ist, weil sie authentisch ist, spontan, intuitiv und emotional, ist sie immer asymmetrisch. Keine andere Schrift ist immer asymmetrisch. Keine Druckschrift, keine Typografie überhaupt, grundsätzlich Kalligrafie. Alles das fällt irgendwann in die Symmetrie. Die Handschrift ist, weil der Mensch atmet und einen Herzschlag hat, der sich in der Handschrift niederschlägt. Deshalb ist die Handschrift immer asymmetrisch. Wie das jetzt verlaufen kann, dass man seine Handschrift als Machtinstrument wiederentdeckt oder neu entdeckt und richtig
entfalten kann. Das geht über eine Methode, die ich entwickelt habe für Kinder, nach der ich schon seit sieben Jahren den Kindern helfe, die Handschrift zu verbessern, also den Kindern, die Opfer der vereinfachten Ausgangsschrift sind oder der Grundschrift, die natürlich schreiben können müssen ab der 5. Klasse. Ich habe hier einige Schüler zum Beispiel, die keine Gymnasialempfehlung bekamen, weil sie eine Handschrift hatten, die man nicht lesen konnte. All diese Dinge spielen eine ganz, ganz große Rolle. Das Kind ist geknickt fürs Leben. Keine Gymnasialempfehlung, trotz 1 und 2 in allen anderen Fächern. Das geht an diesem Kind nicht spurlos vorbei. So, und da sehen Sie, also die ist nicht nur ein Machtinstrument, ein emotionales Machtinstrument, sondern auch ein Instrument der Pädagogen und der Wissenschaften und Politiker. Die Handschrift ist ein Instrument, das eingesetzt wird, um bestimmte Absichten, bestimmte Projekte durchzusetzen. So, und jetzt nähern wir uns schon mal der Geschichte der Ausbildung der Handschrift für die Kinder. Und ich kann ja gleich erstmal zu Ende husten. Bis gleich. Also, das darf natürlich